Hurra! Juhu! Was für ein wunderschöner Tag! Die Sonne scheint am strahlend blauen Himmel. Es ist warm, der Sommer ist da. Guten Morgen, Tatze! Hast du Lust auf ein Abenteuer? Aber Mama, warum wachsen die Bäume auf dem Bild denn einfach so und so hoch ohne Gewächshaus? Eigentlich wachsen Bäume draußen. It's about a mother who's reading a bedtime story for her daughter. And for the daughter, it's a magical land. But really, the story is about blue skies and birds, flowers and fish. But for her, everything is new and she has never seen this before. And I wanted to create this longing for what we take for granted that's outside the window right now. Ich wünschte, wir würden in dieser Welt leben. Dass Filme viel mehr können als nur zu unterhalten, das ist jedem klar. Doch wie passen der Klimawandel und Science Fiction zusammen? Das beantwortet dieses Jahr das Native-Programm der 69. Internationalen Filmfestspiele in Berlin. Durch eine Zusammenarbeit der DEKRA Hochschule für Medien mit dem Helmholtz-Forschungsverbund Reklim sind 4 Filme von Studenten der Hochschule entstanden. Diese konnten sie in der Heinrich-Böll-Stiftung einem großen Publikum zugänglich machen. Was mich interessiert hat, war einfach so eine Geschichte zu erzählen von 3 Generationen, die sich durch Geschichten verbinden. Und das Ende sollte eben symbolisieren, dass die Mutter es schafft, in diese Position einzusteigen, dass sie jetzt die neue Geschichtenerzählerin ist. Der Gedanke ist natürlich, dass es so eine Geste ist von der einen Generation zur nächsten. Und dass diese Gondel anscheinend ein Stück ist, das dem Opa sehr wichtig ist. Und dass er das dann seinen Enkel weitergibt, ist dann einfach eine Art Erbstück. Und wenn das Boot dann am Ende untergeht, ist es natürlich eine Art und Weise zu sagen, dass der Opa gestorben ist. Er ist zwar jetzt nicht mehr mit seinen Enkeln, aber er hat es trotzdem geschafft, nach seinem Tod wieder seine Heimatstadt wiederzusehen. Papa, es regnet! Professor Rolf Teigler ist einer der Initiatoren des Abends und gleichzeitig Dozent an der DEKRA Hochschule für Medien. Er führt als Hauptmoderator durch den Abend. Teigler interviewt sowohl die anwesenden Film- und Klimaexperten als auch seine eigenen Studenten. Ihre Filmprojekte hat er intensiv mitbetreut. All of the other people want to do something about water rising and I just think there are other aspects. Wie versucht wird, wichtige gesellschaftliche Themen spannend multimedial zu präsentieren, das erklärt Professor Peter Henning. Er ist als Regisseur, Drehbuchautor und derzeit Dozent an der Filmuniversität Babelsberg tätig. Insofern gibt es eigentlich mehr, sage ich mal, Figuren, die sich mit sowas beschäftigen. Das gibt es dann schon. Also wenn man genau guckt, auch in Serien heute, in den Streamingdiensten und so, gibt es natürlich schon Themen, die auf Umwegen damit umgehen. Und interessanterweise kann man sagen, das ist eigentlich mehr im Internet präsent zum Beispiel. Also es gibt viele Blogs oder kleine Filme dazu und auch Webseiten von Leuten, auch von Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, die teilweise heutzutage auch mehr medial arbeiten. Also die versuchen, das Ganze auch, sage ich mal, mit so einem bestimmten Spaßfaktor zu versehen. Das ist immer schwierig. Leute haben halt jetzt gerade in der Fiktion selten Lust, einen schwerfälligen Film über was zu sehen, was sie eigentlich kapieren. Es gibt ein paar ganz schöne Filme natürlich auch mittlerweile zu dem Thema. Was man versuchen muss, ist natürlich sowas wie öffentlich-rechtliches Fernsehen aufmerksam machen. Die machen sehr viel im Wissenschafts- oder Doku-Bereich, vertrauen aber da der Fiktion nicht. Late last year, I traveled across the Pacific to the Solomon Islands for an event that I could never have been prepared for. After a long period of illness, my Coca Gelly, my grandmother, passed away.
My family and I laid her to rest in a small graveyard by the ocean in the village of Liliciana, where she lived. Coquigeli gave birth to 12 children. Three of those she outlived, leaving 9 children and over 100 grandchildren. These are my family. Yeah, so Tide of Change is a short documentary that I made a few years ago now, and it's set in the village where my family live in the Solomon Islands. At that time, our village was affected by really king tides and high sea levels, and they were so high we hadn't seen that kind of height in a while, many years. And I think that we do need international support to help climate refugees. And to some extent, there has been non-government organisations doing projects in the village, but really it's not always done with the best consultation with community. Sometimes they come in and will do research and not really follow through with any kinds of outcomes. I don't think that climate change can be stopped. I think that we can do, particularly I live in Australia, so I have a privilege really above my family, you know, and I think in privileged nations like Australia, we can, we should be doing more to help those who are most vulnerable in being affected by climate change. I don't think that we can stop it, but I think that we can act together to do something about it and to support those who are being most affected. Welche Folgen der globale Klimawandel für uns hat, das erforscht Professor Dr. Peter Lemke. Er ist Klimaexperte des Alfred-Wegener-Instituts und freut sich sehr über die gelungene Kooperation mit der DEKRA-Hochschule. Ja, sehr, sehr. Mich hat der erste Film, den habe ich schon zum zweiten Mal gesehen und der hat mich genauso umgehauen. Und die anderen, die dazu kamen, die The Wall, das war ja etwas, was ich noch nicht kannte, nicht? Und das ist richtig, die sind alle richtig toll geworden. Auch der Apfelbaum und die Venezia-Geschichte, das ist schon eindrucksvoll. Regnum ist ein Forschungsprojekt, das sich mit regionalen Klimaänderungen befasst. Und es wurde vor 10 Jahren eingerichtet. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als wir wussten, die globalen Klimamodelle zeigen uns drastische Änderungen. Und deswegen haben wir ein Projekt gestartet, wo wir mit 8 verschiedenen Universitäten und 8 verschiedenen Instituten zusammenarbeiten und regionale Klimaforschung betreiben, sowohl in Deutschland als auch in der Arktis und in der Antarktis, in Trockengebieten, in Alpen. Also wir sehen den Meeresspiegel steigen. Natürlich haben wir an unserer Küste hohe Deiche und sind deswegen nicht so verwundbar wie in anderen Bereichen. Die Südpazifikinseln sind ja ein Beispiel und Bangladesch ist ein Beispiel, wo die Leute das direkt schon merken und umziehen müssen. Wir merken das auch schon in den arabischen Staaten. Trotz der Konflikte, ein Teil dieser Flüchtlingsbewegung hat auch mit dem Klimawandel zu tun und das wird natürlich noch sich verstärken. Sag mal, Papa, was ist das für ein Kiffer? Das? Na, weißt du das nicht? Nee. Also, das ist ein Hirschkäfer. Echt? Guck mal, wegen dem Geweih hier. Oh, das stimmt. Wie ein Hirsch. Ja. Ne? Übrigens der größte in Europa. Echt? Ja, der ist ja für einen Käfer ganz schön groß, ne? Ja. I was very moved by the idea, because it's also happening right now. The idea of ignoring a problem, the idea of trying to act as if nothing happens, to try to tell your kids or everybody around you that everything's okay, you don't have to worry about it. Just go on with your life until you can't anymore. That's kind of the philosophy we're after. And the idea that this father is lying, trying to keep his child safe by basically lying to him. And then the fish falling from the side of the wall where the kid thinks there's neighbors was just a brilliant idea. And I wanted to definitely be a part of this film. Dekra auch machen. Kannst du mal, gehst du ein Tiki nach da? Ja.